Die Schädlichkeit der Religionsfreiheit. Ich setze als gegeben voraus, dass eine Ideologie erstmal eine Ideologie ist und nicht mehr. Das Kriterium unsichtbarer Freund erhebt keine Ideologie über eine andere, eher im Gegenteil, da ein unsichtbarer Freund nicht gerade etwas Seriöses ist und Ideologien mit unsichtbaren Freunden eher von guten Ärzten untersucht und deren Anhänger therapiert gehören. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Es geht um die Schädlichkeit dieses eigenartigen Religionsfreiheitskonzeptes. Es existiert nur Freiheit oder Nichtfreiheit. Wenn schon, müsste man eine Ideologiefreiheit installieren, aber die existiert ohnehin. Was nicht schädlich für andere ist, ist erlaubt. Es dient eigentlich nur der Verblödung des Volkes, eine Religionsfreiheit extra festzuschreiben. Auf diese Weise wird nämlich der Eindruck erweckt, eine Religion wäre eine Ideologie besonderer Güte, und das ist sie sachlich betrachtet eindeutig nicht. Wie gesagt, eher im Gegenteil.